Wilbur? Ja? Das mit dem Witz, das war ein Scherz, oder? Ein Meta-Witz sozusagen. Nein, das ist eine ernste Angelegenheit. Ich frag hier unten nach Witzen. Frag du bitte oben in der Stadt. Also schön. Ich habe noch nie Kaminreisepulver benutzt. Wie funktioniert das? Du musst es in ein Feuer werfen. Dann gehst du in die Flammen und denkst ganz fest an die Symbole des Kamins, bei dem du rauskommen willst. Aha. Und die wären? Ich glaube, ich erinnere mich. Es waren Eule, Wurm und Ratte, glaube ich. Glaubst du? Ich bin mir ziemlich sicher. Außer es waren Löwe, Eisbär und Raupe. Adler, Maulwurf und Pinguin waren es zumindest nicht. Oder doch? Na schön, ich probier's aus. Das war erst mal alles. Bis später. Hallo, ihr beiden. Oh, hallo. Fragt nicht wieso, aber Wilbur braucht anscheinend ein paar gute Witze. Kennt ihr welche? Aber klar. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Meister Medikus, können Sie mir helfen? Daraufhin der Medikus: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ich erinnere mich noch an die feuchte Erde. Eine Zeit lang dachte ich, hättest du dich doch bloß einäschern lassen. Oh, okay, danke. Habt ihr zufällig von unten ein Musikinstrument mitgebracht? Wenn ich es richtig verstanden habe, will Wilbur auf irgendeinem Instrument die Tonleiter spielen. Stellt seltsame Sachen an, der kleine Kerl, oder? Ja, das ist irgendwie sein Ding. Aber am Ende hat's Hand und Fuß. Leider können wir hierbei nicht helfen. Ich würde wetten, ihr beide kennt euch mit Geistern aus. Ich hab mal mit welchen in einer WG gewohnt. Weißt du, wie man Geister bannen kann? Nee, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Geister sich nicht an den Putzplan halten und dass sie keine Türen benutzen und einen deswegen fürchterlich erschrecken können. Ich muss weiter. Tschüss, ihr zwei. Bis dann. Tschüss. Hallo, Zloff. Grump? Prinzessin Ivo? Es, nun, kommt euch vielleicht seltsam vor, aber könnt ihr mir einen Witz erzählen? Warum seltsam? In Zeiten größter Not kann ein Witz die Moral heben. Keine Witz, keine Witz. Oh, Grump, deine Witze sind immer so anzüglich. Deswegen gute Witze. Seit hunderten Jahren tun sich im Park zwei Statuen gegenüberstehen. Eine sei ein junger Mann, andere sei eine junge Frau. Und beide seien nackig. Und da wären wir wieder. Da ein Gott erscheinen. Er sagen, ich erfülle euch größten Wunsch. Ihr beiden dürfen verlassen Sockel für eine Stunde. Beide schnell verschwinden in Gebüsch, rascheln, flüstern, kichern. Haben noch 10 Minuten, Mann japsen. Darauf sie, gut, dann du jetzt halten die Tauben fest und ich scheißen drauf. Aber Prinzessin. Entschuldigung. Habt ihr noch einen Witz für mich? Kenne noch viele Witze mit nackigen Leuten. Die Prinzessin möchte das nicht hören. Außerdem warst du schon dran. Jetzt erzähle ich einen richtigen Witz. Die Stadtwache fragt den Magierkopf eines zweiköpfigen Ogers. Sie leugnen also, auf dem Kopf ihres Bruders einen Zaunpfahl entzweigeschlagen zu haben?
daraufhin der Oger. Das kann ich nicht leugnen, aber es ist nicht mit Absicht geschehen. Sie wollten ihn also nicht treffen. Schon, aber ich wollte dabei nicht den Zaunpfahl zerbrechen. Nicht finden sehr witzig. Natürlich ist er witzig. Danke für den Witz, Loff. Ich werde ihn mir merken. Siehst du? Ich brauche etwas, mit dem man Töne machen kann. Ich Töne machen kann? Das meint sie nicht, Grump. Tut mir leid, Prinzessin. Damit können wir wohl nicht dienen. Ich müsste wissen, wie man Geister bannen kann. Kennst du dich damit aus? Ich kenne große Angst vor Gespenstern. Du weißt ja, nichts fürchtet man so wie das Unbekannte. Und wenn man nichts kennt, fürchtet man sich vor allem. Geister böse, klauen Grump Socken, aber immer nur linke. Natürlich fehlen immer nur unsere linken Socken. Das ist deine Seite. Auf meine Socke passe ich auf. Was ist mit der Geisterbannung? Ich weiß, dass man Geister mit bestimmten Symbolen in Schach halten kann. Grump haben Schutzamulett mit Symbolen drauf. Wegen des Amuletts. Beschützt mich vor Geistern. Funktioniert gut. Wurde noch nie von Geistern angegriffen. Dürfte ich es mir ausleihen? Nein, dann Grump schutzlos. Das Amulett zeigt zwar einen Bannkreis, aber es ist nicht magisch. Grump hat es für 3 Kupferlinge vom Grabbeltisch. Es könnte trotzdem nützlich sein. Ist meins. Gebe nicht her. Ich würde ja versuchen, ihn zu überreden. Aber es ist hoffnungslos. Er hat vor Geistern fast so viel Angst wie vor der kleinen Van Buren. Wie wäre es, wenn ich dir etwas anderes für dein Amulett gebe, Grump? Ich habe einen Stein, der vorm bösen Blick schützt. Seit ich ihn habe, wurde ich von keinem Fluch getroffen. Gebe dir 5 Goldstücke dafür. Ich will den Stein nicht verkaufen. Ich will ihn gegen dein Medaillon tauschen. Aber Grump will gegen Geister und bösen Blick geschützt sein. Ach. Grump, ein Leben könnte davon abhängen, dass ich das Medaillon von dir bekomme. Grumps Leben davon abhängen, dass ich es behalte. Vielleicht Geister kommen heute Nacht. Ach, das wird so nichts. Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Kein Zutritt. Hör mal! Ratsvorsitzende Van Buren hat eine magische Schiefertafel bestellt. Und? Ich soll sie liefern. Und? Ich müsste in ihr Büro? Van Buren ist nicht da. Ich weiß, ich soll die Tafel auf ihren Schreibtisch legen. Wie willst du das machen, ohne Kopf? Ich vergiss es. Ich soll das hier abgeben. Was ist das? Ein Geschenk für Chantal Van Buren, hat sie sich gewünscht. Nimm das weg. Ich hätte sie ja ins Lehrerzimmer gebracht, aber da du mich da ja nicht reinlassen willst... Bist du meine Mami? Nein! Ich hab dich lieb. Es soll aufhören. Wollen wir ein Lied singen? Oh, wie schön ist es, eine Freundin zu haben. Ausschalten. In ein paar Tagen hört sie von ganz alleine auf. Mami, ich muss mal aufs Töpfchen. Ich mach's kaputt. Was würde die kleine Chantal wohl dazu sagen, wenn du ihr neues Spielzeug kaputt machst? Du weißt schon, Chantal,
die so gerne Leute in putzige, kuschelige Wesen verwandelt. Du willst mich erpressen, hä? Aber nicht mit mich. Kann ich hören. Normalerweise gibt es gute Gründe, magischen Gegenständen und Substanzen zu misstrauen. Aber Kaminreisepulver wird von Magiern seit langem benutzt und es gibt eigentlich nur Unfälle, wenn mehrere Magier gleichzeitig in einem zu kleinen Kamin erscheinen. Also schön, etwas Pulver ins Feuer und an die richtigen Symbole gedacht. Das scheinen die richtigen Symbole gewesen zu sein. Wir wurden entdeckt. Psst. Hallo. Ich will euch nichts tun. Wilbur hat mir von dieser Bibliothek erzählt. Wilbur? Geht es ihm gut? Er war plötzlich verschwunden. Er musste untertauchen. Unheimliche Kräfte haben jetzt in der Schule das Sagen. Das wissen wir. Wir haben durch einen Spalt in der Tür geschaut und diese fürchterliche Frau und ihre Tochter gesehen. Sie sah nicht wie Intellektuelle aus. Wenn die Van Burens diese Bibliothek entdecken, müsst ihr euch darauf einstellen, zukünftig mit Wachsmalstiften ausgemalt zu werden. Ja? Keine Sorge, wir werden das nicht zulassen. Aber dafür muss ich ins Lehrerzimmer. Dann geh! Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Ich war nie eine Freundin davon, tote Tiere an die Wand zu hängen oder auf den Boden zu legen. Ich finde, sie sind im Wald besser aufgehoben. Der Arbeitsplatz eines Buchbinders, wie mir scheint. Ich kann beinahe noch den Duft des Treurotzes wahrnehmen, so als hätte hier erst vor wenigen Tagen noch jemand gearbeitet. Es ist eine gute Sache, dass ich die Bibliothek tarnen kann. Aufstände und Revolutionen werden allzu oft von brennenden Büchern begleitet. Eine beeindruckende Bibliothek. Kein Wunder, dass das sprechende Medizinbuch von unserer Bibliothek im Elfenhain enttäuscht war. Verzeihung? Wie können wir dir helfen, Freundin des Bücherfreunds? Stehen in ein paar von euch Büchern vielleicht gute Witze? Witze? Nun ja, ein paar von uns sind humorvoll, wenn du das meinst. Komödien. Ja, aber das ist zu lang. Einfach ein kurzer Scherz wäre gut. Mit so etwas können wir nicht dienen. Ich müsste wissen, wie man Geister bannt. Wieso? Bist du eine Geisterbeschwörerin? Nein. Aber wieso müsstest du es dann wissen? Als normale Elfe würde doch niemand von dir erwarten, dass du dich mit solchen Dingen auskennst. Ich meine, ich würde gerne wissen, wie man Geister bannt. Ah, das ist was anderes. Wir haben gute Grammatikbücher hier. Momentan bin ich nur an Geisterbannung interessiert, danke. Damit kenne ich mich aus. Hervorragend. Wie kann ich Geister bannen? Oder sagen wir lieber einsperren oder bewegungsunfähig machen? Ich glaube, was du meinst, ist ein Bannkreis. Das ist ein Symbol, das auf dem Boden gemalt wird. Geister können diese Kreise nicht verlassen, zumindest für eine Zeit. Klingt nicht schlecht. Zeichnet man die Symbole mit Blut oder Salz oder dergleichen? Die meisten Leute nehmen Kreide. Aber wenn das eher dein Ding ist, kannst du es bestimmt auch mit Blut machen. Eigentlich ist es egal, wie das Symbol auf den Boden kommt.
Es ist ein Quadrat mit einem Kreis darüber, der genau den gleichen Flächeninhalt haben muss. Im Kreis befindet sich ein rechtwinkliges Dreieck. Klingt wie etwas aus einem Mathematikbuch. Pff, Mathematik. Hier geht es um Wissenschaft, nicht um Hokuspokus. Hey, das habe ich gehört. Wie war das mit dem Band? Ob du es malst, in den Stein ritzt oder sonst wie auf dem Boden unter den Geist bekommst, ist egal. Solange der Geist sich über einem Quadrat mit Kreis und Dreieck befindet, ist er gefangen. Okay, verstanden. Ich muss weiter. Nur zu. Wie heißt es so schön? Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu Hause sitzt. Moment, sie wandert und wir sitzen. Also schön, ganz vorsichtig. Er hat nichts bemerkt, jetzt nur schön leise. Laut Wilbur ist die Tür verschlossen und öffnet sich nur, wenn der Direktor einen Code sagt. Ein mehr als seltsames Ding. Solange es mich ins Lehrerzimmer bringen kann, soll's mir recht sein. Bitte nach Ihnen, Direktor. 460 9 41. Einen schönen Abend, Direktor. Madam? Na, meine Kleine, hat man dich gut behandelt? Ich hol dich hier raus. Ich muss nur noch kurz was anderes erledigen. Ich lasse Butterblume nicht hier zurück. Sie mag eine Schöpfung der kleinen Van Buren sein, aber sie ist mein pinkfarbenes Herz-Hippogreifen-Mädchen. In dem Kamin wird so schnell kein Feuer mehr brennen. Ob all diese Verwandlungen rückgängig gemacht werden, wenn Wilbur einen Weg findet, den Zauberstab zu zerstören? Ich gebe zu, irgendwann gab es vielleicht mal eine Zeit, in der ich solches Spielzeug spannend gefunden hätte. Aber da war ich erst 80, 90 Jahre alt. Zum Glück ist der Ratsvorsitzende nicht aufgefallen, dass ich das Rattenloch freigeräumt habe. Ihr wäre es bestimmt alles andere als recht, dass die Ratten einen eigenen Zugang zu ihrer Zentrale haben. Jede Menge Papiere, Federkiele. Das ist interessant. Hier liegen das Siegel und das Siegelband der Ratsvorsitzenden. Damit werden offizielle Gesetze und Verlautbarungen kenntlich gemacht. Das heißt, bis die Ratsvorsitzende dahinter kommt, kann ich so ziemlich jedes neue Gesetz erlassen, das ich will. Das Glas ist mit schweren, mutmaßlich magischen Ketten am Schrank festgekettet. Ich frage mich, ob... Aha. Erzmagier Alistair? Geht es Ihnen gut? Ich verstehe nicht. Blinzeln Sie einmal für Ja und zweimal für Nein. Was bedeutet kein Blinzeln? Moment, können Frösche überhaupt blinzeln? Ich denke, wir müssen das später klären. Ich bringe Sie heraus. Ich nehme sie mit raus, sobald ich hier fertig bin. Sie kann in der Stadt warten. Sehr gut. Das Glockenspiel sollte Wilbur weiterhelfen, wenn er immer noch ein Instrument braucht. In Ordnung, Butterblume. Du musst jetzt ganz leise sein. Nein, leise!
Also schön, gehen wir. Ich hab leise gesagt, Butterblume. Nein, der Troll war nicht dein Freund. Er wollte uns umbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur spielen wollte, als er auf uns eingehackt hat. Wie dem auch sei, Erzmagier Alistair ist in Sicherheit. Sobald Wilbur Remy befreit hat und weiß, wie wir den Stab zerstören können, sollten wir so schnell wie möglich aufbrechen. Der Morgen naht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Tag die Rückkehr einer sehr, sehr frustrierten Ratsvorsitzenden sehen. Man könnte behaupten, sie sei keine sonderlich beeindruckende Begleitung. Andererseits, bisher hatte ich immer nur Cheep Cheep an meiner Seite. Wo steckt er überhaupt? Wilbur? Ja? Ich habe da einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört. Sowas gibt es? Erzähl! Nach der Untersuchung fragt der Patient: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ist das ein guter Witz? Weiß nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Grump hat mir einen Witz erzählt. Der ist eher deftig. Vielleicht mag der Gott des Humors sowas. Erzähl! Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau. Beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie? Gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Der ist gut. Er hat was mit Göttern und Statuen zu tun. Ich habe das Glockenspiel. Ich lasse es runter. Danke. Du, Ivo? Hä? Warum ist der Korb eigentlich immer oben bei dir, wenn du etwas reinlegen willst, und unten bei mir, wenn ich etwas reinlege? Keine Ahnung, aber ist doch praktisch, oder? Ich habe Erzmagier Alistair gerettet. Also den Frosch, von dem wir glauben, es ist der Erzmagier. Gut gemacht. Geht es ihm gut? Ja, er ist okay. Hat ein paar Schrammen und Kratzer abbekommen. Aber nicht, weil ich ihn ein paar Mal fallen gelassen habe, als ich zusammen mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft habe oder so. Ivo? Hm? Hast du mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft? Der Erzmagier ist jetzt in Sicherheit, okay? Das war erst mal alles. Bis später.